Ziegen sind auch richtig geil. Was geht ab, ihr ganzen Team? Kommt zurück zu einer neuen Folge. Seit langem bei Fuck Me. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu unserem Absturz. Was höre ich denn da im Hintergrund? Wer ist denn da gerade in der Chipstüte am Wüseln? Ne, das ist keine Chipstüte. Alles gut. Solo, das war doch eine Papiertüte, wo ein Grascookie drin war, den ich mir jetzt snacke. Ja, dann kannst du erst genießt den Grascookie. Moment, hast du Grascookie gesagt? Ja, das war natürlich ein Spaß. Natürlich ist das kein Grascookie. Ich gerade erstmal, ja, typisch. Muss man ja nichts dazu sagen, aber Moment mal, stimmt ja gar nicht. Lass uns mal da abstürzen. Weihnacht. Ja, das finde ich ganz geil, dass man das eigentlich so wählen kann. So, jetzt haben wir hier unsere Typen, mit denen wir landen oder abstürzen werden. Und das sind natürlich wir. Ich will Gras. Du möchtest ja, Pflanzen. Also für eine Kolonie ist Pflanzen tatsächlich wichtig für halt anbauen. Oh. Ah, hier. Da, 10. Da, Pflanzen, da sehe ich dich doch. Du bist eine 67-jährige Oma, Frau. Ja, okay. Geistige Arbeit 1. Wie in echt. Forschen und Drogen synthetisieren. Verdammt! Oh nein, Bram, du bist eine alte Frau, ich bin die Jungfrau. Wenn Peter jetzt so einen sozial schwachen alten Mann kriegt, haben wir echt ein Problem. Okay, also wenn er sich selbst ins Spiel transferiert. Hast du da hingekotzt? Oder hast du da hingekotzt? Ich hab mich mal gegen die Wand gekotzt bei Christian. Nee, du hast auf deine Hose gekotzt und hast deine Hose dann gegen meine Wand geschmissen. Kryptoschlafkrankheit. Bram, Alter! Schon krank! Hat jeder. Das ist eine normale Krankheit. Man muss ja sagen, Bram hat uns zumindest nicht auf irgendwelche Sachen gekotzt oder in die Bude oder so. Das ist schon mal schön. Aber die beste Antwort, die kam leider gar nicht. Die kam nachher am Ende von Jonathan. Nämlich der Efteling, da wo ich jedes Jahr eigentlich versuche, mit euch hinzugehen in diesen Freizeitpark, wenn wir nach Holland fahren, und ich jedes Jahr vorschlage, hey, lass doch mal in den Efteling gehen. Der Efteling, da war ich auch ganz oft, der ist echt Leben für Erwachsene. Der ist voll cool, der Park, das ist voll toll. Und meine beste Attraktion ist, dass der Parkplatz jedes Jahr unter Wasser steht, weil der halt zu tief liegt. Das ist... Geil. Stark. Das spielt auf jeden Fall für den Park, muss ich sagen. Also der Efteling gewinnt da mit 8 Besuchen. Wie random ist das denn? Aber Holland geht ja halt bald unter. Dann, das ist halt eine krasse Erinnerung, die ich daran hab. Ja. Aber ist Efteling dann mit dem Märchenwald? Ja, genau. Ah. Genau. Da werde ich auch dieses Jahr auch wieder mit meinen Eltern nochmal hinfahren. Also das könnt ihr immer bei Hochwasser säuft der Parkplatz ab. Ist schon geil, das Ding. Bin ich noch nie gewesen. Krass. Hat nicht Spaß dran. Da kannst du auch eine Endwort-Compilation einfach ranhängen noch. Einfach nochmal 10 Minuten länger wahrscheinlich. Don't do it. Ich geb nicht so Negerponys. Ach so! Was? Du gibst nicht so Negerponys? Was ist das denn für ein... Ja, das hab ich auch verstanden! Negerponys! Nee, genau, das hast du gerade gesagt, Peter. Ja, ey, das hab ich aber Peter. 100%... Ja, da wird Andi dir im Best-of beweisen, mein Freund, ja. What the fuck, Peter? Jetzt muss dein Auto aufschließen, du Neger. Oh, Scheiße. Alter! Oh nein! Ganz ehrlich, ich will diesem Kaktus das Prädikat Endkaktus geben, ey! Ganz ehrlich, ich würde es gerne so leidenschaftlich aussprechen, ey! Nudenjigger. Nudenjigger? Der ist aber geil eingeliefert. King Nigger Dennis. Arnold Schwarzenegger Video angeguckt. Schwarzenegger! Erinnert mich an den Turm, den wir damals hatten mit Lapis Lazuli. Was hast du gerade gesagt? Was hast du gerade gesagt? Ich hab gerade gesagt, bam, tschücke, bucke. Nein, das hast du nicht gesagt. Das hast du nicht gesagt, Bob. Nein, ich hab nicht das N-Wort gesagt. Das so. Ey, Dennis, ohne Scheiß, das hast du ja wohl auch gehört, oder? Das hab ich gehört. Niemals. Ja. Doch, hör dir die Aufnahme doch mal an. Du hast das so richtig voller Inbrunst gesagt. Ich kann mir den nicht anhören, ich nehme nicht auf. Nigga! Was? Jesus ist mein Nigger. Dann hat sogar Nigger gesagt.
Wieso sagst du einfach Nigger? Nein, Nigger, also heißt, mit G-A-H am Ende. Also Nigger mit A-H anstatt Nigger mit E-R. Ja genau, das heißt Jesus is my Nigger. Aber ich finde, man sollte das Wort Nigger nicht so inflationär benutzen. Jetzt bin ich so behindert im Kopf. Ich benutze das Wort Nigger nicht inflationär. Wieso, wir reden doch gerade nur darüber, wie das in dem Lied geschrieben wird. Ihr habt gesagt, Nigger wird da mit A-H geschrieben. Ja. Voll geil, mit A-H, Junge. Oder mit HA? Nigger mit HA oder Nigger mit AH? Oh, Scheiße, ey. Und wir haben eine richtige Antwort dabei. Es ist nämlich die Ananas. Klar sind die Ananas, Freunde. Mit welchem männlichen Individuum hatte ich Sex, während ich mit ihm zusammen gewohnt habe? Die Frage kommt bitte auch noch. Hey, du willst so eine Scheiße, ey! Ich bin das voll fucking Vorteil! Ja, die Ananas weiß ich nur wegen Las Vegas. Ja, du wolltest nur das selbst süße Sperma an, Peter, du kleine Mülltonne, ey, du Schlucker. Also als wir zusammen gewohnt haben, habe ich noch nicht so viel Ananas gegessen. An die Zeit kann ich mich sowieso nicht erinnern, da war ich durchgeführt. Ja. Bist okay. Du mit ihm mal zu Efteling gefahren? Ja, ständig. Ja, allein. Ja, du bist dein Papa. In den Märchenwald. Ich habe noch eine Schätzfrage für euch. Frage 11. Kein Leid jetzt hier, Jonathan, ne? Weil du so ein schlechter Freund bist. Wie viele Gegenstände haben... Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zum großen Bug of Promise Test. Die kleine Tüte. Das sind keine Backofen Pommes. Die Fritze steht sogar extra bei. Das sind Pommes für die Fritze. So, das ist eine McCann. So viele brauchen wir gar nicht. Die sind auf der jetzt. Okay, okay. Sorry. Ich dachte. Ja, für jeden eine. Wie viele glaubst du denn, kannst du essen? So locker ein Kilo. Burger Pommes. Junge! Wieso ist ja keine Wattanzeige? Weil die alt ist, wie deine Mutter. Die schmecken deutlich schlechter. Deutlich schlechter? Nein, die sind nichts. Bei dem Titel dieser Folge läuft es mir aber kalt den Rücken runter. Die letzte Folge ist Schwimmbadtrauma. Es war ein schwüler... Nein, da steht ein schwuler Sommertag. Ja, okay. Es war ein schwuler Sommertag im Schwimmbad, als ich auf der Rutsche saß und meine Badehose schon mal ohne mich losgerutscht ist. Und mein Drang, zur Toilette zu gehen, war zu diesem Zeitpunkt leider auch unbändig. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist, nachdem wir drei also gerutscht sind. Habe ich dem Schwimmbad für immer den Rücken gekehrt. Dieses Schwimmbadtrauma hat mich bis zu dem Tag verfolgt, als ich angefangen habe, nachts eure Podcasts zu hören. Jetzt weiß ich, dass mir der Vergleich nicht mehr peinlich sein muss. Hallo? Entschuldige. Es trifft genau Mickels Humorzentrum. Nee, als du vorgelesen hast, nachdem wir drei also gerutscht sind. Und ich brauchte den Moment, und dachte, wieso drei? Und dann, naja, ist der Groschen gefallen. Was geht ab? Leute, alles klar bei euch. Aus irgendeinem Grund streame ich nur in 15 FPS, aber hey, immerhin 1080p und 5000er. So ist geil, oder? Der Diktator! Herzlich willkommen zum Pigeon Simulator. Jay hat mal wieder was richtig Feines rausgesucht. Ja. Das ist halt hier wie Call of Duty. Ja. Wie der Zombie-Modus, nur in besser. Das ist ein bisschen ihr so werdet wie unseren Alltag. Oh nein, ich habe auch keine Muni mehr. Wie heißt das? Ja, Muni. Ja, Muni. Zombie-Modus. Nein, das ist ein Zombie-Modus. Oder schon Humor. Warum war gestern um 5 Uhr im Bett oder so, ey? Lass mal runtergehen. Ich hab uns dann extra freigetan. Ja? Mit so einem 10-Minuten-Delay. Das ist ja wie der Zombie-Modus. Ist ja der Shit, Mann. Ja, ich weiß gerade, dass Jay, du stirbst gleich. Viele schreiben immer mal wieder in die Kommentare, macht doch mal bitte mehr Rennen. Aber das Problem ist, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei uns brennt sich Mario Kart extrem schnell aus, wenn wir 6 Rennen pro Folge fahren. Da war einige Fehler von mir. Ich höre jetzt auf die Zuschauer. Die wollten nämlich mehr Rennen haben. Oh, ich hasse dich da, Lukas. Ich hasse dich so sehr. Das hast du da vorhin schon gesagt mit dem Cheap-Cheap-Strap. Ja. Aber da hat dir keiner zugehört. Genau, deswegen musst du das für uns Dumme nochmal formulieren.
Pietro. Nee. Oder Pietro. Oder wie auch immer. Der müsste ja Petrus heißen, aber das heißt der nicht. Doch, der hieß schon Pietro. Der war bei DSDS. Ja, wenn man ja, so lange hat er gelebt, hat der. So hat übrigens Jesus seine Jünger gefunden. Er hat so eine Castingshow. Ja, Jesus sucht den Superjünger. Aber dann ist Judas leider doch weitergekommen. Schade. Punkt für Bram. Ja, ich weiß. Nee, aber ich habe extra nicht gesagt, dass das schlecht ist, sondern... Hast du denn da jemanden... Dass es keinen Spielspaß hat. Nein, ja. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich habe den Spielspaß noch nicht gefunden, lieber Dalukat. Ja? Den Master der Linguistik hier. Master der Linguistik. Ja. Mr. Fellatio. Mass Effect 3 Demo. Was heißt nochmal Sportswagen auf Deutsch? Ja, also, wir haben jetzt 2 Abonnenten. Ja, komm, ey! Alter, dieses Spiel ist Hurensohn. Master der Linguistik. Dieses Spiel ist Hurensohn. Ja, manchmal weiß ich auch, wann man das sagt. Alter. Knutsch mir die Kimme, ey. Ja, die gleiche Stelle wie letztes Mal. Also Jesus ist ja einen unnatürlichen Tod gestorben, er hätte es nicht überlegen müssen. Hä, klar, Mann. Der ist verhungert. Ist das nicht natürlich? Der ist verhungert. Genau. Daran ist er gestorben. Ist er dann natürlich. Ja, woran denn sonst? Ja, ich wüsste auch nicht, woran der sonst gestorben ist. Boah, Bram, da hast du was, aber großzügig, ey. Mensch. Also. Ich hab das nur 10 weggenommen. Ja. Aber von einer Million ist Faktor 10 halt prozentual auch nicht so viel. Aber und Jonathan hat 320 da den kleineren Abstand. Leider. Also bei Jay ist der hier Abstand leider? 1000. Ja, Christian war halt von der Größe. Was ist denn das für ein... Alles klar, das merke ich mir für die nächsten Moderationen. Leider, dass man hier schön parteiisch wird. Punkt. Okay. Nein, du kriegst ja auch den Punkt. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich gebe den einfach Christian, weil die Antwort mir besser gefällt. Leider. Das war ja falsch. Merke ich mir. Feuerbrücke. Keine Tischkon. Das ist eine Bar. Motherfucking Bar. Ja, und da ist keine Sau drin. Keine. Achso, die Fahrt endet hier. Okay, whatever. Also, wir holen uns jetzt unser besonderes Geschenk von der TwitchCon. Ein Schlag in die Fresse. Da oben, wenn du dann keinen Motorsaft mehr hast, wa? Okay, lass unser Ziel ändern. Ja. Wir landen bei QVC. Vaulted ceiling. Hat gezählt. Perfekt gelandet, meiner Meinung nach. Was schreit Finn Phasma ins Gesicht, als er sie gefangen nimmt? Ungefähr reicht mir. Fass mal ins Gesicht. Okay. Warum sagt der Fass mal ins Gesicht? Hä? Das verstehe ich jetzt alles nicht. Alter, was weiß ich, was der sagt? Dafür müsste man ja die neuen Filme geguckt immer haben, ne? Muss das behindert, ey. Du hast was gesagt. Fass mal ins Gesicht. Finn sagt einfach so, fass mal ins Gesicht. Und Jay hat geantwortet, yo. Ich... eine meiner Lieblingsfragen, Frage 27. Sio Bibbel. Wie groß ist Groß Moff Tarkin? Ja, gut. Das kann ich mir jetzt. Mich. Groß. Ist das seine finale Antwort? Ja, ich kann euch den Punkt. Groß. Das ist leider falsch. Ich gebe die Frage wieder frei. Ja, das war's. Wie groß ist Groß Moff Tarkin? Du weißt immer, wer Groß Moff Tarkin ist. Wunderschönen guten Abend. Uff, vielen Dank fürs Zuschauen.